Willkommen zusammen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Es geht hier um ein Repaint-Pack von meiner guten Freundin Hanna. Link zu der Mod ist wie immer in der Videobeschreibung. Ihr seht es hier, wir haben hier den wunderbaren Rheingold mit der Baureihe 101 Lok 001-6 in diesem sehr, sehr schönen Rheingold-Schema. Mod natürlich für den PC, nicht für die Konsolen. So viel sei an dieser Stelle gesagt. Und ja, mit dazu auch die passenden Intercity-Wagen, beziehungsweise hier in diesem Fall dann eben die Rheingold-Wagen. Ich würde sagen, wir setzen uns in den Führerstand und können uns dann mal mit der Kamera einfach den Zug entlang hangeln. Statt dass wir das so machen. So. Genau, also wir haben hier die 101 in dieser Rheingold-Lackierung. Hier auch mit entsprechendem BW, Koblenz-Lützel, BD Köln, DB-Museum. Also entsprechend den Anschriften, die hier angepasst worden sind. Wir haben auch hier die Untersuchung und so. Das passt auch alles von der Jahreszahl, glaube ich, ganz gut. Und hier haben wir dann die entsprechenden Wagen. Hier als AVMMZ, das sind die Wagen von Koblenz-Mainz, die mit der 103 mitgeliefert werden. Haben wir hier einmal dran gehängt. Und dann haben wir weiter hinten dran die Wagen der anderen Klasse. Das sind auch noch AVMMZ-Wagen. Das ist auch AVMMZ. Ebenso. Ebenfalls, ne? Achso, das sind alles AVMMZ-Wagen. Ah, okay, gut. Dann ist das so. Dann, okay, gut. Beim Rheingold gibt es keine zweite Klasse Wagen. Das ergibt ja irgendwie Sinn. Also haben wir tatsächlich einen Zug, der nur aus erster Klasse Wagen besteht. Und hier haben wir auch entsprechend die angepassten Schriften. Hier mit AKE als Besitzer dieser Wagen. Auch hier mit den ganzen Anschriften. Heimatbahnhof Köln Hauptbahnhof. Genau. Also hier auch mit den entsprechenden Untersuchungen 2019. Also das sieht alles schon sehr, sehr, sehr schön aus. Hier auf der anderen Seite natürlich auch. Ja, auch da haben wir die Anschriften. Genau. Das hier ist unser Rheingold Express, wie wir den benutzen können. Also die Lok lässt sich im Fahrplan immer einfach auswählen. Das ist gar kein Problem. Da kann man einfach dort, wo man eben die 101 dann auswählt, kann man unter den Repaints eben diese Lackierung, die 001-6 ausprobieren bzw. anwählen. Und wie das mit den Wagen ist, das funktioniert in diesem Sinne nur im Szenario Planner. Wenn man sich halt eben diese Formation dann anwählt, kann man dort anwählen als Rheingold-Formation. Und dann kann man den Zug sich so aufgleisen, ne? Also im Fahrplan funktioniert das dann nicht, dass diese Wagen auftauchen, sondern eben im Szenario Planner. Deshalb habe ich mir eben ganz kurz dieses Szenario auch zusammengebastelt. Und was ich als kleinen Bonus auch noch vorstellen möchte, weil ich das Repaint nie gezeigt habe, auch das von der Hanna, hier diese fiktive Lackierung mit LGB, but with the T, gegen Ausgrenzung von Trans- und Interpersonen. Hier mit der Lackierung Hashtag We Stand with Trans People, mit den entsprechenden Flaggen auch mit dazu, als Lok 066-9 gekennzeichnet. Hier ist, glaube ich, wie gesagt, eine fiktive Lackierung, gibt es in echt nicht, aber dachte ich noch als kleines, noch so obendrauf kann man den auch noch vorstellen. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich dann auch schon bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.